Gladbach, dies, das. Wir reden über die einzig wahre Borussia aus Mönchengladbach, der Fohlenelf vom Niederrhein, dem Club unserer aller Herzen. Wir, das sind heute Björn zu meiner Rechten. Auf der Rück- und Reservebank haben wir den Tom. Rico ist leider krank zu Hause. Grüße gehen raus. Gute Besserung, mein Junge. Die Stimmung ist, wie ist sie, Björn? Genau in der Mitte. Keine Ahnung. Mehr erwartet, trotzdem glücklich über den Punkt und Spiel war lief scheiße. Okay. Tom, du schwanktest zwischen gut drauf, doch nicht so gut drauf. Was war das heute? Nee, er war gut drauf am Anfang. Er war gut drauf, ne? Ich fand das Spiel auch nicht scheiße. Also ich fand das Spiel sehr unterhaltsam und ich war gut drauf. Die Mannschaft hat eine gute Leistung gebracht. Und dann haben wir den Ausgleich gemacht, noch spät. Und dann ist man eigentlich gut drauf. Aber umso länger wir darüber nachdenken. Nee. Ich wollte gerade sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Eine gute Leistung haben sie auf gar keinen Fall gebracht. Aber auch keine schlechte. Schlechte Leistung. Nee, wirklich nicht. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, der Punch hat gefehlt. Ja. So, du hattest schon das Gefühl, du bist in der ersten, also die ersten 20 Minuten bist du besser, vielleicht sogar die erste halbe Stunde. Aber die haben vorm Tor die ganze Zeit versucht, den Ball reinzutragen. Nochmal Hacke, Spitze, nochmal hier. Player hatte, glaube ich, vor dem 1-0 von Flo Neuhaus, hatte er, glaube ich, 3 oder 4 Chancen. Einmal mit dem Lupfer, wo ich dachte, schieß doch flach und direkt. Oh. Es hat meiner Meinung nach immer zu lange gedauert. Boah, den Lupfer habe ich vergessen tatsächlich. Da stand er ganz frei vom Tor. Ja, ganz frei. Und du dachtest, schieben flach ein. Aber irgendwann war er so weit vom Torwart. Der Torwart geht runter, da konnte er nur noch lupfen. Aber es war schon irgendwie so, mir hat heute wirklich der Punch gefehlt. Du hättest in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auf 2-0 stellen müssen. Aber wo wir gerade bei 2 sind, unser Tor hat, glaube ich, 2 Minuten gehalten. Ja. Und dann kommt da dieser... Das war super doof. Ja, das... Ich finde trotzdem, dass vieles unglücklich lief. Ja. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, mit diesem schönen Spiel, wir nehmen die irgendwann auseinander, wir sind besser als die. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir sind besser als die. Klar besser. Und leider ist einfach viel gegen uns gelaufen. Der Schiri ist gegen uns gelaufen. Es sind so Kleinigkeiten gegen uns gelaufen, sodass wir das fast verloren hätten. Schiri war ja keine Kleinigkeit, ne? Der war schon... Ja, der hat aber viele kleine Entscheidungen, meine ich so. Also gegen uns. Es ist eines gegen uns gelaufen. Das frühe Ausgleich, der kuriose 2-1-Treffer, also und die vergibt. Meinst du jetzt der kuriose Treffer zum 1-1 oder was? Ja, kuriose Treffer zum 1-1. Ja, aus dem Nichts. Auch das 2-1 ist auch irgendwie aus dem Nichts. Da, also alles. Ja, Rocco Reitz geht noch gefühlt 90 Meter hinterher und kann dann entweder faul, rote Karte, es reicht dann am Ende nicht. Ich muss gleich nochmal sehen. Wir müssen dazu sagen, wir haben ungefähr eine gute Stunde nach dem Spiel, hat ein bisschen gedauert, bis wir aus dem Stadion rausgekommen sind. Wir haben jetzt 11:30. Ja, ich glaube 11:20. Beziehungsweise 10:20 war es, glaube ich, zu Ende. Ne? Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gebraucht. Technik wird wie immer präsentiert von Marcello Pleitsch Solutions. Besser als von Elton. Sollen wir noch das Lied das singen? Das stimmt, ja. Sicherheitsschuhe brauchten wir heute nicht. Ja, so. Jungs können noch lachen, das ist schon mal gut. Aber nicht irgendwie verloren. So, mir fehlen irgendwo, da will ich ehrlich sein, mir fehlen da irgendwo 2 Punkte. Guck mal. Ja, es fehlen jetzt 2 Punkte und... Und schon wieder, Mainz war letzter, wir haben jetzt gegen Mainz unentschieden gespielt, gegen Darmstadt unentschieden gespielt, gegen Augsburg unentschieden gespielt. Es muss langsam mal losgehen und ich hatte halt die Hoffnung, dass wir nach dem Bochum spielen, dass wir jetzt mit einem Dreier, mit dem ersten Heimsieg... Wir sind eine Auswärtstruppe. Ja, wir werden wieder, ja. Wir sind eine Auswärtstruppe. Wir gewinnen in Köln. Der Punkt. Wir hätten endlich mal 2 Spiele hintereinander gewinnen können, es ist eine Ewigkeit her. Wir haben es die ganze letzte Saison nicht geschafft. Wir haben alle geglaubt, heute passiert ist. Wir gehen hin zum zweiten Mal hintereinander. Das haben wir nicht. Das ist traurig. Aber ich finde die Mannschaft, würde ich nicht so schlecht sehen. Nee, die kämpft ja. Ich meine, das muss man ja zugute halten. Die macht dann aus so Gonzo-Dingern trotzdem noch irgendwie den Ausgleich. Ne? Jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Ja, und du hast auch das Gefühl, es ist eine Truppe. Total. Sie haben die falschen Entscheidungen getroffen. Also so in der ersten Halbzeit wurden oft so Kleinigkeiten falsch gemacht. Ja? Wird gelupft als drauf. Ja. Und in der zweiten hat man sich an den Fußball von Mainz angepasst und irgendwie war nur noch so Flipper in der Mitte. Ganz genau. Und
mit der ganzen Hektik wurde es gefährlicher. Da können wir auch eher einen reinkriegen. Und also das, genau das passiert. Und dann das ist scheiße. Also Ceoane hat ja genau der gleichen Truppe vertraut wie in Bochum. Ich fand in Bochum fand ich Jordan echt stark, wie er die Bälle festgemacht hat. Ray hat heute irgendwie mehrfach über Jordan. Der ist Anti-Jordan, aber jetzt muss man sagen, heute war auch nicht Jordans bester Tag. Ne? Heute hat das nicht so funktioniert, das ist nicht so aufgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass Mainz unser System gespiegelt hat. Und wie du schon sagst, dann in der zweiten Halbzeit, wo man ja eigentlich, wir sind ja aus der Halbzeit rausgekommen und dachten uns, ja, die regeln das schon, aber nee, die zweite Halbzeit war eben nicht so gut. Nee, die war kacke. Die war gefährlich. Die war nicht so gut. Ja. Ja. Wurde immer wackeliger und immer gefährlicher, dass wir da den Gegentreffer bekommen, dann ist es tatsächlich passiert. Ja. Da ich vielleicht nicht so oft dabei sein werde, nochmal danke, dass Ceoane bei uns Trainer ist. Das wollte ich hier nochmal sagen. Björn, du solltest schon mal dabei sein. Du wolltest bisher immer nicht. Umso mehr freut es mich, dass du jetzt dabei bist. Ja, ich bin trotzdem, ich bin mit dem Punkt, was heißt zufrieden? Es hat an Kleinigkeiten gefehlt, das weiß die Mannschaft auch. Man geht trotzdem mit irgendwie einem guten Gefühl raus. Man hat nicht verloren. Man weiß, man war die bessere Mannschaft. Und jetzt einfach Köln schlagen und alles ist gut. Ja, zum Köln-Ausblick kommen wir später. Oh, Entschuldigung. Also zu wissen, dass man die bessere Mannschaft ist gut. Ne? Ja. Und dass man sieht, wie die sich da reinhängen. Ja, aber heute hat der Punch gefehlt. Da bleibe ich bei, heute hat irgendwie der Punch gefehlt. Da bin ich auch echt ein bisschen unzufrieden. Ich weiß, dass der Holger zuguckt. Der Holger ist auch abgefuckt. Der war sogar von Rocco Reitz abgefuckt. Den möchte ich in Schutz nehmen. Den fand ich heute, der hat sich reingehangen, der hat Meter gemacht, der hat um die Bälle gekämpft. Dass er bei dem 2:1 nach einem 90-Meter-Sprint, ja, dass er da vielleicht nicht mehr so entscheidend reinkommt. Und sonst hätte er, wie gesagt, rote Karte gemacht oder... Er ist aber auch der Einzige, der diesen Sprint mitgeht. So sieht's aus. Das hatte ich nämlich auch. Er war der Einzige, der hat's noch, ja durchgezogen, der 90 Meter, nachdem er eigentlich den Angriff eingeleitet hatte. Ne? So, also heute lief viel gegen uns. Schiedsrichter. Wir machen ganz genau Jablonski. Alter. Und normalerweise machen wir immer nach ein paar Minuten, reden wir über die Tops und die Flops im Spiel. Ich selber habe jetzt keine wirklichen Tops. Habt ihr einen Tops? Dass wir Kone, Schwanschara und Ngumu überhaupt einwechseln können, finde ich schon geil. Ja, das war schon so, den haben wir auch alle gefordert. Ne? Ja. Wir haben ja gesagt, 60. Minute, jetzt muss man langsam was kommen, und das stimmt. Richtig lange mitspielen kann. Ja. Heute wäre es auch gut gewesen, wir hätten vielleicht sogar noch 10 Minuten früher gebracht. Ja, ab 60. Ich glaube, umso mehr wir mit der Besetzung dann hinten rausgespielt hätten, bekamen wir immer mehr Punch und mehr und noch 10 Minuten länger, wir gewinnen das Ding vielleicht. Gumu hatte jetzt auch 2 Spiele nicht gespielt. Ja, und apropos 10 Minuten länger, die hätte man eigentlich locker spielen müssen. Aber Jablonski hat ja das Spiel, also was der da, es gab so viele Jablonski-Szenen heute. Ne? Der war für mich, also wenn es einen Flop gab, dann war es auf jeden Fall der Schiedsrichter. Der ist nicht alleine schuld, dass wir heute keine 3 Punkte eingefahren haben. Aber dreimal falscher Einwurf von Mainz hat er durchlaufen lassen. Alle 50-50-Entscheidungen hatte ich das Gefühl, immer pro Mainz. Und das Härteste war ja wohl wirklich, guckt euch bitte nochmal an, wir waren direkt in der 16 hinter der Nordkurve. Er pfeift einen letzten Freistoß, 16 Meter vorm Tor, überprüft die Mauer nicht und die Mauer steht kurz hinterm Elfmeterpunkt. Da hätte ich auch von unserer Mannschaft irgendwie erwartet, dass die einfach nochmal diese 9 Schritte mindestens abgeht und sagt, ey, die standen ja nun, das war ja die Mannschaft, von Mainz stand 6 Meter vom Freistoß entfernt. Ja. So, und das finde ich, ist auch wieder ein Jablonski-Highlight. Keine Ahnung, ob der Anfang der Woche in Saudi-Arabien ein Spiel gepfiffen hat, aber heute war auf jeden Fall keine gute Leistung von ihm, aber leider von uns eben auch nicht. Also an ihm lag es nicht. Am Anfang hat er irgendwie noch ganz gut gepfiffen, er hat viel laufen lassen und man dachte, okay, anderer Maßstab, eigentlich ganz cool. Aber dann ja auch lange Zeit unproblematisch. Genau, aber dann irgendwann ist es... War ein wenig faul, es musste keine Karte geben, aber... Und dann hat er nachher nur unseren Spielern eigentlich gelbe Karten gegeben, für jede allerwelt. Wofür? Nee, der war kacke. Der hat auch immer wieder den Stecker aus der Emotion gezogen, wo gerade die Fans wieder kamen, hat er irgendwas wieder gepfiffen, wo du es nicht verstanden hast. Und dann denkst du halt echt, Alter, ich lass mich doch nicht verarschen hier, dann verlierst du halt die Lust. Und die letzten 10 Minuten hat Kraus gemacht, ne? Tom
Da ist ja Tom Kraus von Rasenballsport. Torwart noch Zeit verzögert. Viel Scheiße gelaufen gegen uns. Machen wir eine sehr schnelle Runde, haken wir das Spiel heute ab. Den Punkt nehmen wir mit. Gewinne. Lass uns bitte kurz drauf gucken. Wir haben jetzt Länderspielpause und können uns in Ruhe auf einen unserer Lieblingsgegner vorbereiten, bei dem es mal gucken, wie es morgen gegen Leverkusen läuft. Aber prinzipiell ist richtig schlechte Stimmung beim FC. Hoffentlich. Wir haben ja jetzt dafür gesorgt, dass sie jetzt letzter sind. Das die Mainzer waren ja letzter, jetzt ist der FC letzter. Ah, stimmt. In der Leichttabelle. Oh, okay. Ja. Oh, wieso? Ich dachte immer, du bist der Pessimist. Nee. Naja, aber jetzt, das ist ja richtig positives Das Denken. War noch ein geiles Spiel. Ja, sehr schön. Okay. Ich nehme Pass alles auf. Zurück. Ja, wir müssen also natürlich gucken, wie die morgen spielen. Okay, jetzt trotzdem lieber gewonnen. Ne? Nee, jetzt unter den Umständen kann man sich auch mal über den Punkt freuen. Nein, kann man sich mal über den Punkt freuen. Ja, versuchen uns ja die ganze Zeit schon über den Punkt zu freuen. Ich freue mich über den Punkt. Das Tor, Skelly zieht durch. Hat mich gefreut für ihn. Er hat viel Scheiße gespielt zuletzt. Macht heute das Tor. Ich hoffe, er feiert gut. Müssen wir uns gleich unbedingt nochmal angucken. Du sagtest, glaube ich, er ist abgefälscht. Ich sah abgefälscht. Weil er so eine... Der war in so einem Bogen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man so schießen kann. Gut. Aber egal. In zwei Wochen spielen wir gegen den FC. Hoi. Da, wir sind jetzt eine Auswärtstruppe, haben wir ja gerade gelernt. Na? Ja. Nach unserem... Wir haben ja jetzt schon genauso viele Punkte auswärts wie in der Vorsaison, glaube ich. Oder vielleicht fehlt uns ein Punkt. Wir holen Köln in Dreier. Und alles ist geil. Muss auch. Alles ist geil. Muss auch. Ja. Wollt ihr tippen? Björn, dein Tipp? Boah, eigentlich würde ich sagen 2-1, aber ein 2-0 wäre entspannter. Also 0-2 für uns. Ich muss 2-1 sein. Tom, dein Tipp? Ja. Ziemlich klar. Ziemlich klar. Mhm. 2-0 ist eigentlich auch schon. Aber du hast 2-1 gesagt. Nein. 2-1. Wir fallen mehr Tore. Es fallen mehr Tore. Also, da fallen viele Tore. Okay. Oh Gott. Wie viel haben wir? 4-1. 4-1 ist geil. Okay. Also 1-4. Okay. 1-4. Oh Gott. Na gut. Ich dachte, das sind falsche Hals. Ja, dann werden ja sehr wahrscheinlich keine Kölner gucken und werden dann... Tötet uns. Dann ist es einfach so. Ich glaube, wir werden das Ding ziehen. Ich weiß aktuell nicht, wer das eine Tor bei Köln machen soll. Womöglich der von uns allen geliebte und verhasste Selke wer sonst. Ne? Also mir wäre schon lieb, einer von euch hat eben auf dem Rückweg zum Auto gesagt, dass eventuell der Baumgart jetzt wackeln würde danach. Das hoffen wir, dass er angeht. Glaube ich nicht, weil es einfach auch keine Alternativen gibt. So. Trotzdem, Fakt ist, das Spiel müssen wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Ob 2-1, 1-0, 4-1, ist mir ehrlich gesagt Hupe. Gewinnen wäre geil. Wir müssen das Spiel gewinnen und müssen dann uns mal langsam so ein bisschen ans Mittelfeld ranzen. Nee, wir müssen Köln schlagen. Wir müssen Köln schlagen und danach gucken wir weiter. Scheiß auf Mittelfeld. Technik muss man einfach, das ist so jetzt ein bisschen Eichhörnchen-mäßig. Jetzt haben wir 6 Punkte. Ja. Weil 3 Unentschieden waren ja auch jetzt das dritte Unentschieden. Ist aber eins meiner Lieblingstiere, das Eichhörnchen. Ja? Okay. Genau. Jetzt kommen halt die Punkte so zustande. Mit Eichhörnchen. Na, so. Das heißt, heute zu wenig, dann ist es mal einer der, da ist auch mal ein Unentschieden dabei gewesen. Hättest du nicht gedacht. So. Wenn wir in Köln gewinnen, ist alles haben gut. Wir, insgesamt haben wir zu wenig Punkte. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir haben also alle drei Unentschieden waren für mich die Spiele, wo ich vorm Spiel gedacht habe, so, heute, das wird heute ein Dreier. Ne? Mindestens acht Punkte. Zweimal musstest du dich mehr oder minder, die letzten beiden musstest du dich mehr oder minder über das Unentschieden freuen. Gegen Augsburg habe ich mich, musstest du dich auch freuen. Im Nachhinein musstest du dich da an mehreren Stellen. Ja. Also punktemäßig ist das zu wenig, wenn du bedenkst, dass du es gebracht hat. Das ist doch gut zu wissen. Dann holen wir die irgendwann. Letztendlich haben wir alle gesagt, wenn wir 10., 11., 12. werden, ist alles gut. In unserem Umbruchjahr, wir haben jahrelang vom Umbruch gehört, jetzt ist es zum ersten Mal dieser Umbruch. Dafür macht die Mannschaft das eigentlich schon ganz gut. Es fehlen ein paar Punkte. Willst du wissen, was auf meinem Döschen? Nee, pass auf. Da kommt. Ich wollte dich fragen irgendwie, ob du heute Abend noch ein Döschen trinkst oder noch ein Kioskbier. Aber das Döschen haben wir eigentlich am Kiosk in Mönchengladbach gekauft. Aber ich würde auch gleich noch ein Döschen trinken. Okay, ja. Ich bin für Döschen. Döschen knallen. Also ganz ehrlich, holt euch hier Bacardi Cola oder sowas. Ist besser als ein Bier.
Ja, wir haben Freitagabend 10 vor 12. Ich bin der Fahrer, ich bin natürlich auf Wasser. Sagt, wir sollen die K22 abbiegen. Das machen wir natürlich. Weil wir fahren den lieben Tom nämlich mit M, netterweise nach Pulheim zum Bahnhof. Weil da steht das Auto. Weil da steht sein Auto. Deswegen trinkt Tom auch kein Döschen oder zumindest nur ein Cola-Döschen. Ja. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören mit der Cola-Scheiße, ne? Ja. Du trinkst zu viel Cola. Ich trinke zu viel Cola, ja. Okay. Das stimmt. Trinkst du denn Kaffee? Auch, ja. Uiuiui. Das ist ja Koffein-Action, oder? Ja. Das könnte vielleicht abschweifen gerade. Ja. Okay. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, gibt's noch irgendwas Wichtiges zu klären? Ja, das nächste Spiel müssen wir gewinnen. Er sagte mir, ich soll zurückfahren. Wir gewinnen das nächste Spiel. Ja. Und das wird geil. Ja, genau. Und dann ist alles egal. Hast du eigentlich eine Karte? Nein. Wir haben alle keine Karte, ne? Nein. Aber wir werden noch Leute fragen, ob sie Karten haben. Okay. Das Spiel ist ja in Köln, ne? Also, okay. Das... Ich hab mir eine scheiß Erinnerung gemacht, dass um 10 Uhr die Tickets am Montag, konntest du dich irgendwie online. Da hab ich dann trotzdem vercheckt, scheiße, ey. Na, schöne Scheiße. Ja. Ja, ich steht doch nicht im Plan, das geht auch ohne reingehen. Ich gewinne auch gerne außerhalb des Stadions. Lieber wieder nächste Heimspiel in Heidenheim. Das ist dann Samstag, 15:30 Uhr. Ja, wir haben vor allen Dingen zweimal Heidenheim, ne? Ja. So Leute, ja, wir haben einmal Heidenheim im Pokal und Heidenheim, also beides Heimspiele, soweit ich weiß. Ja, das ist jetzt auch terminiert, Pokal Dienstagabend. Alter, Jülicher Straße, was macht der mit uns? Naja. So Leute, wir haben hier diesmal, wir haben gerade mal knappe 16 Minuten, aber wir verstricken uns, wir verfahren uns. Wir müssen das 2-2 heute Favre-mäßig akzeptieren. Wir müssen das akzeptieren und Punkt. Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Leute, lasst euch auf gar keinen Fall runterziehen jetzt. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause. Und macht das Navi an, Leute. Macht das Navi an. Ganz ehrlich, Google Maps. Können uns wunderbar konzentrieren auf die Kölner. Ja, 2 Wochen lang. Und das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Gute Stimmung im Auto, habt ein schönes Wochenende und wenn ihr jetzt die schlappe 18 Minuten bis zum Schluss geguckt habt, dann seid so lieb, lasst ein Like da und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es gibt ein paar Leute, die haben uns noch nicht abonniert. Ich auch nicht. Ja, das ist übrigens uncool. Wir müssen jetzt nämlich unbedingt auf die 100 Abonnenten kommen. Wir sind kurz davor. Dann droppen wir nämlich ein Quiz. Und das Quiz ist natürlich ein Gladbach-Quiz. Das haben wir schon aufgezeichnet. Das erste ist so, wir haben 2 Quizze. Was gibt's denn zu gewinnen? Sag mal, was ist denn der Mehrzahl von... Quizzes. Die Mehrzahl von Quiz... Pass auf, wir müssen hier abbiegen, sagt mein Navi. Das machen wir jetzt auch. Keine Ahnung, Quiz. Ja, auf jeden Fall. Abonniert uns, liked uns bitte. Du machst es bitte auch. Dann droppen wir das Quiz. Du kommst aus dem Urlaub, hast noch Sand aus den Ohren. Wunderbar. Und Leute, wir enden immer mit dem Spruch. Weißt du das eigentlich, wie wir enden? Nein. Wir enden mit Gladbach ist der geilste Club der Welt. 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 So Leute, haut rein. Gewinne, gewinne.